Kannst du jetzt Sachen droppen? Geh mal in dein Inventar rein. Mit, ja, genau. Und du kannst jetzt zum Beispiel als erstes diesen droppen, also A und... Kletterseitige Steine. Genau, das ist eigentlich wie diese Heilsteine, nur dass sie noch weniger bringen. Jetzt ablegen oder ablegen, benutzen? Ablegen. Ja. So, damit da rausgehen. Ja, ja. Du bleibst, das ist gut. Ja, ja. Silky smooth. Ja. Und jetzt aufnehmen wieder. Und du hast einen Fallstein. Zum Upgraden. Dasselbe machst du nochmal mit deinem, yes, dem versteinerten Ei. Ach, mit dem Kack, was wir da uns am Anfang ausgesucht haben. Ablegen. Angenehme Konsistenz. Ja. So, genau. Nochmal raus. Du bist nach oben mit anreißen. Ah, okay. Silky! So, und jetzt gleich wieder auf. Genau. So, und da ist eine Titanscholle. Brauchst du, um Sachen auf über plus 5 zu upgraden. Und ja, da ist ein Leiter. Die kannst du runtertreten. Und runterlaufen. Geh nochmal hoch. Du kannst da nämlich noch droppen. Und da noch einen Gegenstand holen. Weil sonst, also den hättest du jetzt selber auch gesehen beim Runterklettern. Nur, dass es halt schneller geht. Ja. Ha. Nailed. So eine Seele. Seelen. Also die Einheit hier, wo du mit bezahlst, sozusagen, sind deine Seelen, sieht man rechts unten. Und mit den Seelen levelst du dich auf. Du bezahlst, du hast, glaube ich, gerade Nebel übersprungen. Vorne ein. Also mit denen levelst du dich auf. Also du levelst halt wirklich nur, wenn du es möchtest. Bezahlst Sachen, machst alles mit denen. Hm. Und diese Seelen, die du... Also da hast du ja gerade eine Seele eines namenlosen irgendwas gekriegt. Das sind sozusagen die Seelen, kompakt. Die kannst du essen und dann bekommst du welche. Okay. Und da gibt's von 200ern bis welche, die geben dir 20.000, 30.000. Also ja. Sie können ja mal parieren. Das probieren. Ja. Warte. Ja. Das war sehr gut. Beim Parieren ist wichtig... Hm. Du darfst nicht parieren, wenn die Animation eintritt, sondern dann, wenn der Damage dich treffen würde, was sehr dumm manchmal einzuschätzen ist. Okay. Es gibt dann Schilde, mit denen hast du ein kurzes Fenster, aber so hast du 0,5 Sekunden, glaube ich, Zeit zu reagieren. Was wollte ich jetzt noch zu sagen zu parieren? Okay, genau. Da, genau. Rennen und springen. Da kannst du sterben jetzt. Sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gemacht. Da hast du das Schwert, glaube ich, sogar, oder? Okay, nein, gelbes Kraut. Ja, gelbes. Ein gelbes Kraut. Zu parieren, wenn du pariert hast, ist schwer, das danach zu machen, weil man es gar nicht mehr denkt. Aber wenn du pariert hast, kurz den zurücktommeln lassen, eine Sekunde kurz warten oder so, und dann erst schlagen, dann machst du nochmal Repose, heißt das. Also, ne, wie ein Konter sozusagen. Und machst ihn eine Animationsattacke, wo du ihn sehr viel abziehst. Also mehr als mal den Auto-Tag. Hier oben sind nur Steinchen. Ja, genau, aber da kommst du runter. Oder da musst du runter, besser gesagt. So, du kannst jetzt, lock den mal an. Mit. Genau. Und wenn du springst, also einfach nur runterdroppen und dann einen leichten Angriff über ihm drücken, dann machst du auf ihn einen Fallangriff. Das macht sehr viel Schaden und ja. Du musst das natürlich nicht droppen nur, sondern musst auf ihn draufspringen, ja. Das macht Schaden und reduzierst deinen Fallschaden, weil du auf ihn drauf fällst. Okay, ich probiere mal noch zu parieren. Ja, ach so, und zum Parieren noch mal was. Du musst so nah wie möglich an ihm stehen, auch wenn er einen Speer hat oder so. Ja. Weil, wenn du weit weg stehst, dann zählt das nicht. Du musst also wirklich der will nicht an ihm sein. Ne, der will nicht. Bieg ihn um! Sehr schön. Ist jetzt noch irgendwas? Ja, da ist noch eine Tür. Ja, eine Tür. Ah, da. Noch ganz kurz heilen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir später genug Heilsteine bekommen. Ja, du hast ja später auch auf jeden Fall diese Äste, die sich an jedem Leuchtfeuer wieder auffüllen. Du hast eine Rohr, da Augapfel, lecker. Damit kannst du Welten von anderen invaden. So. So, durch den Nebel schreiten. Schnibbel. Was willst du wieder draus sehen? Sind wir hier nicht. Hier ist immer ein Schwein gekommen. Kommst du recht schwierig weiter. Ah, hier sehen wir. Noch runterdroppen, ja.
diese Dinger da, by the way, das sind Fackeln, die kannst du anzünden, wenn du am Leuchtfeuer eine Fackel anzündest und bis dahin trägst, da hast du halt mehr Licht, aber brauchst du nicht. Gibt's nur eine Stelle, wo man das braucht, um Schmied zu aktivieren, weil der sonst nichts verkauft, aber sonst brauchst du das nicht. So, hier ist das jetzt mit der Umgebung, ne? Richtig, richtig. Also du musst halt, so hast du eigentlich immer diese Interaktion, dass es dir angezeigt wird. Es gibt dann geheime Wände. Oh, das ist ganz schlecht, wenn man anvisiert hat und dann über so einen Steg balancieren, dann lieber nicht und rennen, weil die Pfeile, die sind ja keine Homing. Hm. Die fliegen dir nur ein ganz kleines Stück hinterher. Genau. Da versuchen sie eine Drop-Attack. No, man muss schon von da probieren. Okay. Einfach nach vorne laufen und dann, wenn du im Fallen bist, drücken. Okay, actually ist der zu weit weg. Okay, hier. Oh mein Gott. Ne, der ist auch noch im Bogen kürzen, ne? Okay, diese Geister, das sind sozusagen... Die Schatten von den anderen. Die Schatten von anderen Spielern, die auch gerade spielen, die tun dir nichts. Und was du auch wahrscheinlich sehr früh lernen müsstest, ist Rollen einzusetzen. Das kannst du mit B machen. Ja, ich will jetzt hier erstmal ganz kurz hochklettern. Bäm, schön in den Rücken rein. Oh, ich stehe auf Schmerzen. Deswegen sind wir Dark Souls. Ja, genau. So, da hinten ist jetzt nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie viel. Ja, viel Nebel. Mhm. Viel Nebel um nichts. Was für ein gekonntes Wortspiel. Siehst du mal. Kann ich auch. Wenn du jetzt mal nach rechts guckst, da unten sind erstens zwei von den Großen und hinter dem Großen so ein Sarg. Ja. Kannst du dich reinlegen, dein Geschlecht wechseln. Falls du das verkackt hast. Also, Okay. Wenn du dich reinlegst, wirst du weiblich und dann wieder... Ja, du musst nicht hin. Die Fichte würde ich nicht hingehen, die hauen dir aufs Maul. Die hauen dir aufs Maul. Ja, ich weiß. Die selbst im Late Game hauen die dir aufs Maul. Okay. Die machen mega viel Schaden. Aber wofür gibt's das dann? Ja, um dein Geschlecht zu ändern. Ja, aber wenn du da eh nicht hingehen solltest, weil du da übelst ganz schnell hin. Du kannst doch hinrennen, reingehen, dann kommt eine Animation und gehst du da raus und rennst weg. Ja. So ist ja nicht. Wo ist dein Problem damit? Wo ist denn dein Problem, Dennis? Dein Problem? Ich hab das Nebel übersprungen. Sicher? Ja, da unten, oder? Oder kommt es mir nur so vor? Echt? Nee, das sind wir. Ach, rein. Da kannst du raus. Genau. Okay. Dann geht's jetzt ab. Ab in die freie Wildbahn! Jo. So, hier war jetzt nichts, so die nö. Wollten die noch einfach arschen mit irgendwelchen falschen Wänden. Unsichtbare Wand und Achtung. So, unsere Hauptmap. Ja. Maluga. Majula. Nicht Majula. Dann ist wieder gleich die Items. Göttlicher Segen. Licht doch gleich am Anfang noch ein Binocular rum. Was du eigentlich nur nimmst, um zu zaubern auf Distanz. Ach so, aber hier oben liegt jetzt nicht. Nee. Also du kannst damit eigentlich in die Ferne gucken, was du nicht brauchst. Ja. Aber du kannst damit Zauber zielen. Weil die sonst fliegen die halt entweder geradeaus oder hoch oder runter. Und ja. So, ich weiß zwar, dass wir schon Richtung weitergehen könnten, aber ich weiß, dass hier schon ein paar Items versteckt sind. Guck. Da hat sich ja jemand vorgespoilert. Mhm. Ja. Das macht sonst immer nur Hütte. So, hier sind die Titanitscherben drin. Nice. Kannst du später unendlich von kaufen? Mit B gedrückt halten und nach unten kannst du Leitern runterrutschen. Ah. Und wenn du nur B drückst, dann springst du einfach ab. Okay. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Schweine nicht anlocke. Richtig. Das werde ich mal Power. Da liegt einmal. Zu verstärken, denn echt ist, da kriegst du erstmal echt. Ja. Da ist die Katze drin, da kommst du, glaube ich, noch gar nicht. Doch, da kommst du schon hin. Da komme ich schon rein, aber das. Ich würde noch nicht weiterlaufen, wenn ich die wäre. Ich würde dann erstmal die Emerald Lady aktivieren. Weil du sonst kein Estes bekommst. Die steht ganz vorne von da, wo du kamst. An dem Kreis da. Müsste die eigentlich rumtuckern irgendwo. Ist auch ein Leuchtfeuer. Naja. Außerdem.
Das ist dein Hauptleuchtfeuer. In Majula kannst du auch nicht invaded werden oder sonstiges, das ist also ein Safe Spot. Achso. Da bist du sicher. Hallo. Sonst könnten wir deinen ganzen NPC abstacheln. The next monarch. Ah. Or merely a pawn of fate. Bearer of the curse. Warum? Das kannst du nicht mehr aufnehmen. I will remain by your side. Weil die Break Jungen gebracht? Nee, ich meine nur. Diese Textur! Ja, Textur. Ihr redet ja mit uns. So. Genau, jetzt hast du erstes Flakon geformt. Musst du noch reintun natürlich im Inventar. Das ist hier. Und immer wenn du ans Leuchtfeuer gehst, ich würde was noch was zum Verstärken, geh nochmal zu sehen. Immer wenn du ans Leuchtfeuer gehst, wird das wieder aufgefüllt. Aber die kann ich da jetzt nicht noch einmal. Doch, quatsch nochmal. Ich glaube, du kannst sie jetzt schon nochmal anquatschen. Ja. Viele haben halt noch so Sachen, wo man. Also es ist halt auch unfair, in Dark Souls und Demon's Souls, manche musst du 5-6 Mal anquatschen, bis du weiterkommen kannst. Okay. Weißt du, da musst du halt komplett den Dialog erstmal erschöpfen. So, und jetzt, durch deine Essensscherbe, die du im Brunnen gefunden hast, hast war du ja schon bei Pokémon manchmal so. War ja schon bei Pokémon manchmal. Ja, ich meine ja nur so, das war ja bei diesen Rätselmann zum Beispiel. Da hast du auch 1000 Mal die Rätsel gemacht und hast am Ende was bekommen. Warum du Scheiße? Nein, du musst actually auf Inventar gehen. Also auf Ausrüstung meine ich, sorry. Oh. Und unten das jetzt reintun, genau. Noch irgendwas reintun? Ja. Okay. Genau, und die würde ich jetzt eigentlich standardmäßig immer drin haben. Weil, also die würde ich standardmäßig immer auswählen, weil die freshen sich. So, dann quatsch mal jeden NPC nochmal an, damit auch die Quest freigeschaltet kommt, findet, hier sitzt noch einer an dem Denkmal. An dem Denkmal, ja. Ja. So. Ja, da ist der Schmied. Er wartet auf seinen Schlüssel, damit die Tür aufgeht. Dann, dann kann er erst was für die schmieden. Muss also besorgen. Da sitzt, was weiß ich, der König? Oh, ne, ist nicht der König, so. Mörder und Toter. Im Moment sind wir ja und auch wieder nein. Also im Moment sind wir Mensch. Siehst du ja auch, wenn wir sogar. Das ist auch, weil wir eine Seele drin haben. Ein Menschenbild. Und wenn wir jetzt sterben, wären wir eine Hülle. So. Hat also einige Nachteile, eine Hülle zu sein. Zum Beispiel hast du weniger Resistance und weniger Chance, Loot gedroppt zu bekommen oder zu finden. Du kannst auch so invaded werden. Kannst du als nicht. Du kannst auch. Okay, Dark Souls 2 kannst du jetzt immer invaded werden. Fahrt leisten, ja, nein. Doch, mach ruhig. Am Anfang geht er. Es gibt noch einen Pfad, und zwar, wenn du da hochgehst, da liegt ja, er noch bei dem Stein. Den würde ich niemals leisten, weil der ist scheiße. Okay. Außerdem brauchst du den, um nachher noch in einen anderen Pfad reinzukommen. Wo du, also, es war eher so ein Magierpfad, aber da kannst du Sachen kommen. Das ist gut. So, ich weiß, dass da oben, wo man den anderen Eid leisten kann, auch die Heimatknochen bekommen. Genau. Hier bekommst du ja, ach ja, da oben. Liegt by the way, das Binocular, da musst du auch von oben runter springen irgendwo. Ah. Genau. Ah, das Kind der Daniels. Ja, es gibt auch Mimikis, also Fake-Chests, die dich auffressen. Jetzt am Anfang zwar noch keine, aber später kommen welche. Ja. Werde ich euch aber nicht Bescheid sagen, ist lustig. Wie sieht man die dann? Gar nicht. Actually, du tust sie am Anfang an. Entweder du hittest sie an, dann bekommen sie Damage, oder du kannst, also die haben halt ein bisschen andere Textur, also die haben vorne Schloss dran und die anderen haben so zwei Metallstriemen. Da könntest du es auch erkennen. Es gibt aber auch Fallen-Chests, die kannst du nicht anhitten und die kriegen Damage. Ah. Die gehen auf und dann kommt zum Beispiel eine Giftbombe raus. So. Siehst du aber eine Sekunde vorher und kannst theoretisch noch weg. Schon durchgehen, Dennis. Ja, warte. Musst durchrollen. Die eine Waffe ist schon fast kaputt. Deswegen. Die refresht dich, wenn dich an der Leuchtfeuer setzt. Diese Haltbarkeit unten. Und an den Gegenständen. Allerdings, wenn sie kaputt gehen, also komplett auf Null ist, dann musst du beim Schmied reparieren lassen. Ja. Ja. Und dann musst du durchrollen. Dann gehen wir erstmal durch, weil wir kommen ja dann später gleich an noch ein Leuchtfeuer vorbei, dass wir das dann da aufladen einfach. Ja. Ach, actually musst du gar nicht durchrollen. Durchgerollt. Geht auch schneller. Ja, geht auch schneller. Find's cool, wie der jetzt einfach nur rennt. Um sich umzuschauen. Genau. Siehst du da, die Satz von zwei Metallstriemen. Und du kannst halt nicht jede so oft attacken, weil wenn die kaputt geht, dann droppt die nur um Abfall. Das Item wird also zu Abfall. Jetzt
geht's in Wald der Riesen. Wald der Riesen. Ich glaube auf jeden Fall, dass das so hieß. Nee, Wald der Verlorenen. Wald der Verlorenen Riesen. Oder sein, der Gefallenen. Der Gefallenen. Ja. Act. So. Genau, da oben ist ja gleich jetzt. Das Leuchtfeuer. Ja, nicht da oben, hier gleich um die Ecke. Ja, naja, da oben. Put, 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 put. Boah, da kommt gleich zwei. Oh, oh. Oh, oh, der Decker ist schon nice. Ach ja, genau, wenn du einen gelockt hast, kannst du mit dem rechten Stick dann das Target, was du gelockt hast, ändern. Aha. Das finde ich immer, hast du das eine gelockt, dann musst du, ja. Hier geht er ruhig ran. Ja, aber hier ist ja auch noch ein Gegenstand. Ein Lebensstein. Lebensstein. Ich weiß auf jeden Fall, was ich mir dann gleich nochmal holen werde. Ja. Aber ich könnte dabei sterben. Die Deckers, die dann oben auf der einen Plattform liegen. Hier, da oben. Da liegen Deckers oben. Ja, ja, genau. I played Dark Souls 2. Ja. Ach, ich muss mich noch dran setzen, damit die Waffen regenerieren. Aber schau. Ja. Aber ich würde eigentlich den Decker sogar fast behalten. Macht zwar ein bisschen weniger Damage, aber das ist halt ein nice Deckspeed. Aber tritt doch deine Kamera, du Bähler, oder? Ich merke, dass du Wayne spielst. Ja. Was? Attack Speed? Ja. Hey, Attack Speed, beste, ey. Ich baue immer 3 PD. Komm. Hast du jetzt dran gesetzt? Nein, der Decker hat er noch ein bisschen was. Das kostet sich ja nichts, ne? So ist er nicht, aber. Boah. Wir werden das gleich ableben. Stumpf erstmal. So. Genau, und wenn man sich ans Leuchtfeuer dran setzt, regenerieren die ganzen kleinen Feinde wieder. Also die respawn. 15 Mal. Ja. Dann sind sie weg. Einfach aus dem Grund, in Dark Souls 1 konntest du so grinden, ne? Immer wieder dran setzen, alle töten, wieder dran setzen, ne? Und das Hand ist jetzt hier weg. Ja, hin und her kommt das auch noch an. Ich weiß. Ich bin ja gerade actually auf den Zug gerannt. Kackvieh, Alter. Stirb. So, der hat noch was gedroppt. Oder? Nee. Okay, dann nicht. Ich wollte ja nichts sagen, ne? Wegen Sachen und so. Ja, ich weiß, dass da unten auch noch einer war, aber dann kommt da halt noch so irgend so ein Untoter da. Der steht da um die Ecke auf. Actually, liegt der da auf dem Boden, ne? Ja. Du kannst ja auch schon töten, wenn sie auf dem Boden liegen. Tricky Stelle. So, ich weiß, dass da einer noch hinten liegt. Ja, die triggerst du erst, wenn du hingehst. Hä? Die triggerst du erst, wenn du hingehst. Ja, die stehen noch nicht auf. Und dieser, der Knight, der Heide Knight, der da sitzt, der weiße, der steht auch nicht auf, außer du greifst ihn an. Ja, ich weiß. Ist aber sehr gut, weil der droppt ein sehr gutes Schwert. Ja, der tötet mich aber auch gleich. Ich war auch nicht für den Backstab. Nee, brauchst du eigentlich nicht, weil das ist ein für Zauberer, also Magic Schwert. Gut gemacht. Jetzt kommt gleich der Pfeil, Axt, und der Dennis wird sterben in 20 Sekunden. Das war nicht so schlau. Boah, der Decker, der geht ab, ey, Attack Speed 2G. Glück war das gebufft, ey. Attack Speed, ey, ich sag's dir. So. Nice. Das haben wir doch ganz souverän gemeistert. Ja, finde ich auch. Nicht mal so schlecht. So, hier gibt's jetzt noch ein Schwert. Von Lebenstein. Hinterm Heidenheit liegt noch. Ein so, Item. Steh auf, Lappen. So. So. Sehr schön. Genau. Jetzt muss ich gerade aufpassen, dass mich der, ist noch, ja, der Bogenschütze. Genau. Puh. Nicht angreifen. Aufnehmen. Okay. Das hast du ja schon, zerbrochenes gerade Schwert. Also ja. So, da unten sind die Deckers. Mhm, richtig. Probier's. Nice. Good job. Das hab ich alles mit der Tastatur gespielt, ey. Nein, ja, das ist reiner Selbstmord mit Tastatur, ey, ich sag's dir. Ach, ich fand's eigentlich gar nicht so schlecht. Na, dann hast du noch nicht weit genug gespielt.
Ja, maybe. So. Genau. Das heißt,